Hallo liebe Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile Atlas of Worlds. Ja, hauptsächlich Selfround, ich hoffe ich finde die Gems, oder wir finden am besten die Gems. Ich habe da noch gesehen, dass ich da noch einen genau solchen, ja, ich sag mal einen Orb Stash oder so habe. Mache ich die lieber dort rein. Und das lasse ich drin. So. Da haben wir, glaube ich, recht viele Plätze für die verschiedenen Sachen. Und komplette von diesen wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was das genau ist. Ja. Und hier unten könnte man die einzelne reintun, aber die lasse ich mal dort. So. Wir haben ein paar Quests gemacht. Und jetzt sind wir bei den Klippen gewesen. The Ledge. Und ja, ich denke hier oben kamen wir her. Es ist halt immer unterschiedlich. Schauen wir mal weiter. Oh. Gut. Haben wir ein bisschen Unterstützung mit dem Flammentoten. Gut. Es gibt, glaube ich, keine Indiz, ob wir den richtigen Weg jetzt gehen oder nicht. Aber das ist auch eine gute Farmstelle für den Anfang. So. Ab die blöden Ghouls immer noch hier. Es hängt ab von der Zufallgeneration, was wir für Gegner haben. Die Ghouls sind wirklich die nervigsten hier. Aber macht nichts. So. Wir brauchen noch mehr Mana, hä? Schaden machen wir genug. Jetzt brauchen wir noch mehr Mana. Ist gut, dass wir den einen Weg genommen haben und nicht den Easy Self-Farm Bild. Der macht zwar viel Schaden am Anfang, aber wir haben nichts. Also nein, der ist nicht safe von dem. Weiß jetzt auch nicht. Aber wir werden wahrscheinlich entweder mischen oder wir werden auf Schaden machen. Ja, wir sind im richtigen Weg. Da ist auch der Gebietsboss. Gute, gute, falls gut. So. Haben wir jetzt immer noch keine Steine da für den Property. Die das jetzt wirklich rausgenommen. So eine Frechheit. So eine der besten Ligas. So. Mal kurz austauschen hier. Powering mitnehmen. Okay. Weg da. Oh, da ist wieder. Kurz warten, bis die Skelette weg sind. Das könnte schon ein bisschen böse werden, habe ich das Gefühl. Ich bin gerne ein bisschen misstrauisch. Wieso leiten die das nicht irgendwie ein, dass man es weiß, was es genau ist? Das ist wieder ein gleicher, den haben wir schon, hä? Aber ist gut, die kann man irgendwie dann schmelzen. Er
Essence of War. Okay. Ja, wir brauchen Mana mehr. Gut. Dann schauen wir mal. Spell Damage. Ne? Können wir jetzt ein normales... Wenn wir einen normalen haben, können wir den mal verwenden. Dann bekommen wir einen rare über... Ja, müssen wir schauen, Stäbe. Ne? Also Wands. Müssen wir mitnehmen. So, dann haben wir hier auch diese Ebene fertig. Gehen wir zur nächsten. Eine meiner Hass-Ebenen. Das ist die Klippe. So. Ja, natürlich. Gleich mal Skelette, aber da haben wir auch gleich mal den nächsten. Ein Goldmensch-Schamane. Boah, ist nicht so gut. Das explodiert. Die explodieren überall. Aber er macht keinen Schaden irgendwie. Seht ihr die Feuerwehr? Die das ist seine Feuerwehr, aber irgendwie. Schon gut, wenn wir es Orb of Storm machen. Nehmen. Greed. Okay, mit Lebenszeugs. Ist das rot oder? Nein, violett. Okay, ja, ich bin ein bisschen hinterfragt. Komische Neuerungen. Aber was ich ein bisschen komisch finde, dass Grinding Games immer wie mehr Stash Tabs nötig machen. Immer wie mehr Items einbauen, die einfach völlig sinnlos sind. Tja. Sie zwingen einem uns irgendwie, wenn man gut sein will oder wenn man Let's Playen will oder so, Sachen zu kaufen. Und vor allem die optischen Sachen sind mir viel zu teuer. So Stash-Tabs gehen ja noch. Aber so teuer Stash-Tabs zu machen, das ist ja gigantisch. Nun gut. Ich bin halt auch ein bisschen ein Sparsamer, aber... Ich gebe momentan sicher nichts aus. Für was? Was soll ich da denken? Das heißt, okay. Wenn dann den Drachenskin vom Feuerball, aber wie lange werde ich den Feuerball Bait denn benutzen? Ich habe schon wieder ein Bait, den ich eigentlich wieder verwenden will, der auch relativ leicht ist, aber dazu sage ich überhaupt nichts. Aber ich will Feuerball behalten und spielen. So. Und ich werde es auch durchsetzen, also. So schnell werde ich jetzt den Bild nicht wechseln. So. Gut. Jetzt kommen aber auch die stärkeren Monster. Was ist denn das? Wieso erwische ich den nicht? Er erwischt mich, aber ich nicht. Welche? Von oben nach und nach unten an. Hm. Da ist einer von den Gleitern. Ja, direkt da drin. Direkt beim Ding, wo ich verteidigen muss. Genau. Das wird schwer. Geht so. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen leichter. Ich muss die paar Sekunden noch aushalten.
fast keinen Schaden, also. Gut. Dafür bekomme ich Levels. Viel Erfahrung. So. Okay, wow. Große Ding. Später geht das gigant, also viel zu langsam. Ja, danke. Achievements brauche ich nicht. Das ist unnötig. Ich weiß nicht, wieso so viel Freude haben an den Achievements. Gibt's jetzt endlich mal eine Wand. Zwei Wands. Jetzt möchte ich das mal ausprobieren, hä? Ja. Schauen wir mal. Ich brauche den Spell Damage. Oh! Nett! Aber ich hätte lieber Mana on Kill bekommen. Cold Gems. Wir haben nichts Cold. Na gut. Lassen wir mal so. Na gut. Ja, ja. Also gehen wir weiter. Schon sehr interessant. Da ist er, der Vogel. Treibt einfach mit seinem Pfeil. Wie wir kommen jetzt hier? Shit. Ich habe einfach keinen Magic Find. Ich muss wieder sehr viel Magic Find stacken. Sag mal, was Gutes kommt. So. Boah, betreibt's noch. Ey Gott, Gott. So vor was von nichts bekommen. Na gut. Weiter. Ja. Noch wenig zu tun. Ein Schwert, okay. Also Path of Exile könnte noch in vielen Belangen besser werden, aber es ist natürlich schon ein... Es ist eigentlich das beste Action-Rollenspiel. Könnt ihr ein besseres? Dann ab in die Kommentare mal zu schauen, was ihr so besser findet. Hä? Die ist gefangen? Seit wann ist die gefangen? Da auf den Knopf drücken. Cool. Danke fürs Befreien. Meine Mutter, die Mutter des Todes hat ein paar Tricks auf Lager. Ja, ja. Okay. Ja, ja, geh zurück. Und jetzt bekommen wir die Gems, oder was? Fragezeichen. Aber das ist gut gemacht. Mal wieder etwas Geschichtliches. Obwohl ganz, ganz wenig. Dafür sind wir jetzt im Gefängnis und können uns einkerken lassen. Und dann beende ich auch das Let's Play hiermit. Nein, wir brechen wieder aus. Ja. Yeah. Gehen weiter. Mal in eine epische Reise. Ich sage jetzt lieber nichts. So. Ja, haben wir hier auch etwas? No, noch nichts natürlich. So. Der Ding möchte ich behalten im Power Ring, dafür den verkaufen. So. Was war das?
combine three essence of the same into an essence of a higher power level by selling them to the vendor. Okay. There's a fine line between men. Gut. Is it choice? Phew. Seek Privity, wir brauchen eben diese Gems. Und hiermit können wir noch ja, den brauche ich nicht. Weight Manipulation brauche ich auch nicht. Jetzt wird ja unser Feuerbälle weniger Schaden machen. Nehmen wir den Ding, aber tun ihn einfach hier rein, damit er nicht Mana zieht. Der Feuerball kostet dann 30% mehr Mana und das ist nicht so gut. So. Oh, die möchte ich mitnehmen, natürlich. So. Dann lege ich die mal hier hin. Und den hier hin, ne? Greed. Oh, Hearted. Na gut. Sonst müssen wir einfach weitermachen, oder? Sonst nichts mehr. Einfach weiter zocken. Oh, Klimp, habe ich das Ding verpasst, aber egal. Kommen wir sicher wieder mal hin. Das Waypoint natürlich. Alles brennt. Mal, hier haben wir einen Schrein, den nehmen wir mal kurz. Gut. Aber diese Beschwörer sind hier jetzt auch normale Gegner. Das ist mal hilfreich, so ein Schrein. Am Anfang. Später ist er nicht mehr hilfreich. Naja, geht so. Zum Abhauen, ja. Den Boden. So, nur noch 15 Sekunden. Oh, oh ja, ich will hier rein. Oh. Komm, stirb, Gebietsboss. Danke. Jo. Dann weiter töten. Oh. Sie müssen so früh ja nicht Beschwörer sein. Totenbeschwörer. Geht's noch. So. Nehmen wir mal den Ring hier noch mit. Der ist nämlich nett, auch mit Mana. Wohnt haben wir nichts. So, dann schauen wir mal, den Ring. Oh, Fire Damage. Mit Mana on Gained on Kill. Danke. Dankeschön. Dankeschön. So, ja, weiter geht's. Oh, da haben wir noch einen. Das ist der gleiche, hä? Oh, oh. So möglich. Hey. Komm jetzt. Letzten. Ah. Shit. Ja, genau. Und gut.
Ah, es sind viele Gegner. Ich dachte schon, die Gegner würden mich treffen. Aber ich brauche den anderen eher. Ja, okay. Ich bin ja kein Nahkämpfer, nicht so. Aber den bräuchte ich auch einmal. So. Da drüben ist noch ein Schrein. Was nennt man die nennen? Essence-Zeugs. Ein Battle-Type. Whispering Essence. Oh, ein Amber-Amulett. Schon wieder so ein Essence-Upgrade. Okay. Sind häufig. Hm. Ich brauche jetzt bald mal drei Feuerbälle. Ein bisschen nervig. So. Gehen wir weiter. Komm gucken, was das für ein Amulett ist. Ah, Amberst. Stärke. So. Nehmen wir Dexterity. Das ist auch wieder so ein Leash-Teil. Okay. Ja, super. Dann gehen wir ins höhere Prison. Hm. Ja, was haben wir hier? Nix. Quicksilver Flask. Eine meiner Lieblingspotions. Auf zum Reisen. Bis wir dann gut genug Teleport haben. So. So. Ja. Also, das ist eine Sackgasse. Wir müssen in die andere Richtung. Ja, ja. Bisschen langweilig hier im Gefängnis, aber wir müssen hier durch. Zu Brutus, dem Boss, dem Zwischenboss. Der früher mal viel besser war. Gefällt ihm nicht mehr so gut. Ist ein bisschen nervig geworden. So, die Gegner sind auch nervig geworden. Naja, sie wollen immer mehr Herausforderungen haben. Da wird so nervig. Naja, später wird es ja nicht mehr so nervig sein, weil wir so OP sind. So einfach alles glatt läuft. So, Level 11, super. Gut, dann haben wir das hier oder Spell Damage. Ich mach Spell Damage. Ja, dann machen wir Weapon Leech, brauchen wir nicht. Ja, toll. Ein Zepter, nein. Gut, dann gehen wir weiter.
das ist der Sägebone. Sägeknochen. Sawbone. Erinnert mich an einen Film. Und der war nicht so mächtig. So. Und Lapis-Amulett, Goat's Horn. Das Bildschild. Naja. Ein Abhauer. So, hopp. Schneller. Down. Komm, geh down. Sehr schön. So. Ja, toll. Könnten wir den machen, aber ja, der wird wahrscheinlich nicht besser. Sparen wir auf. So, aber ich möchte jetzt eigentlich zu Brutus. Ich will den in diesem Part noch machen. Oh, eine Waffe auf Alchemy. Da können wir auch gelbe in goldene, weiße in gelbe machen. So. Schauen wir mal, wo Brutus ist. Ja, wo geht's hier weiter? Hier runter. So eine Frechheit. Okay, da unten geht's weiter, aber das dann im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, wird dann richtig spannend. Ja, da kommen wir jetzt hier nicht durch. Also, bis zum nächsten Part, euer Drago. Tschüss!